Und da ist er. Song at Home 352 und Tor 17. Zwei Bällchen, wie man sehr deutlich sehen kann. Pack mal jetzt nicht aus, weil sonst habe ich sie im Mund. Wir kommen zu einem wundervollen, sehr amerikanischen Weihnachtslied. Hat Frank Sinatra gesungen, hat Michael Bublé gesungen und heute Abend wird man sagen, hat auch Hendrik B. gesungen. Ja, denn es geht zu einem Song, der uns auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass wir, wenn wir den Meteorologen glauben dürfen, dies Jahr sehr große Chancen haben auf Weiße Weihnacht. In diesem Sinne, let it snow. Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Time doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'd be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Show signs of stopping. I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Finally kiss goodnight. How I hate going out in a storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, spätestens am 24.12. wird sich die Frage beantwortet haben, ob unsere Meteorologen richtig gelegen haben und ob es bis dahin Snow gegeben hat. Ja, ihr könnt es jetzt auch noch ein bisschen schneiden lassen und zwar in den Kommentarspalten. Sehr gern auch mal schauen, wie ihr mich noch in letzter Sekunde vorm Fest noch unterstützen könnt. Ja, würde ich mich sehr freuen. Und morgen geht's schon weiter, da ist auch die Emma wieder mit dabei zur Song at Home 353 am Samstag. Dann haben wir noch einen vierten Advent und dann sind es nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Ich mache mich schon mal wieder an die nächsten Aufgaben. Schönen Abend. Tschüss.